Frisch aufgetankt stehen wir vor der Arena und stellen uns dem ersten Arena-Leiter. Und so wie wir gerade, wie gerade die Sicht war, sah das tatsächlich aus wie Leitern. Also dann passt der Begriff Arena-Leiter. Jo, Typ mit cooler Sonnenbrille, was sagt's? Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen Jungen gefragt, der eben hier war, aber der hat durchgeskippt. Der hat seine A-Taste einfach vergewaltigt. Der hiesige Arena-Leiter setzt Pokémon vom Gesteinstyp ein. Achtung, die hassen Wasser. Also kommst mit deiner Wasserflasche, mit deiner 20-Cent-Wasserflasche und klatschst sie ihm einfach ins Gesicht und schon kriegst du deinen Orden. Außerdem sind sie schwach gegen Pflanze. Ja, die haben schon ihre Schwächen, aber der Kampf wird trotzdem kein Kinderspiel. Was? Pokémon ist kein Kinderspiel? Was ist denn die FSK? Man wird nicht Arena-Leiter, wenn man seine schwachen Schwächen nicht gut ausgleicht. Sich mit Feuer-Pokémon auf Gesteins-Pokémon zu stürzen, kann ich auch nicht empfehlen. Nun, mehr Tipps habe ich auch nicht. Na toll, der hat uns gerade jegliche Hoffnung genommen. Du hast dich nicht an mir vorbeigemogelt? Ich will wissen, wieso du das nicht getan hast. Oh, die sind self-aware geworden. Oh je. Klirps Janus mit dem großen A. Nevermind. Oh Gott. Los, Natsu. Mach die gute alte Steigerungs-Hieb-Attacke. Oh, ich muss mal gleich nachschauen, was Stärke ist. Steigerungs- oder Tempo-Hieb. Also zumindest die erste Attacke davon. Ja, das eine ist halt Erstreferat und das andere ist halt volle Kanne reinklatschen. Jetzt verstehe ich, wieso du extra mit mir kämpfen wolltest. Ja, weil du schwach bist. Du bist mein Kanonenfutter. Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in eine Pokémon-Arena. Ja, dann hoffe ich, dass ich dem gerecht werde. So, nochmal einen kleinen Stein. Ja, dann steigern wir uns doch einfach da rein. Würde ich sagen. Oh, das war schon wie nett. Also, zumindest mit dem einen kleinen Stein. Und Onyx! Hey, hey! Das gefällt mir. Klatschen wir doch nochmal einen gesteigerten Steigerungshieb rein. Tschüss, Onyx. Ah, Laxus wäre so kurz vom Level ab. Oh, wie demütigend. Richtig. So, willkommen. Dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Veit, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon mit, die mit dir kämpfen. Oh boy, ich hoffe, ich bin diesem Kampf gut gefeit. Epische Animationen. Und ein kleiner Stein. Oh nein. Ich steigere mich. Verteidigung steigt, das ist nicht gut. Aber unser Angriff steigt einfach weiter. Bam, bam, bam. Macht uns gescheiter. Oh yes. Ach, hat sich Anflamm immer erst ab Level 14 entwickelt? Ich muss, glaube ich, jedes Mal nachschauen, weil ich dachte eigentlich Level 16. Naja.
aber dass sie das jetzt zu einem Spiel ändern, glaube ich jetzt auch nicht. Ne, Level 14 tatsächlich. Das ist ein Frühstarter. Steigerungshi. Oh, der hat Robustheit, der Drecksack. Und setzt Tarnsteine ein, aber das bringt hier nichts, wenn wir unser Pokémon nicht wechseln. Tja, nett getan, deshalb ge... Ah, ich wollte gerade Tempo über einsetzen, aber... Tada. Erledigt ihn auch so und hat uns gerade noch mal einfach so einen Damage-Buff gegeben für das letzte Pokémon. Von Fight. Oh, und da haben wir 3 Level-Ups wieder. Mm. Das ist so juicy. Cocknodon. Cockno, Cockno, Don, 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 Don. Im anderen Spiel hätte er ein anderes Pokémon. Cocknodon. Dieses antike Pokémon wurde aus einem ballförmigen eisernen Fossil wiederbelebt. Beute streckte es einst mit Kopfnüssen nieder. Der gab auf die Nuss. Ich war gerade so mit Lesen beschäftigt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Oh nein, er kann jetzt selbst verwenden. Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich meine Pokémon noch mit so viel Hingabe trainiert. Du gewinnst fast 2000 Poke. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Deswegen bist du auch so ein easy Arena-Leiter. Tja, da ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der einen Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du ihn, den Kohle-Orden. Oh yeah. Kohle. Und die gebe ich dir auch noch. Eine TM. Mem. Tarnsteine. Jo, und Sticker. Hey, cool. Tun wir in so einer Freundschafts-Sticker-Album-Buch. Jo. Und da sehen wir können zertrümmern. Alles gut, macht's gut, Jungs. Heilen brauche ich nicht. Wir müssen zurück. Oh no. Ah, schon wieder Hirnerschütterung, verdammt. Huch, Peter, du hast dir den Orden also geschnappt, hä? Der nächste Ort mit deiner Arena dürfte dann wohl ewig genau sein, hab ich recht? Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weit. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren, denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der Orden von Ewigenau steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8. Ja, wer hat schon Zeit, Alter? Das killt mein Speedrun-Rekord. Ich bin weg. Oh boy, warte, 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 ich komm mit. Wir können jetzt nach da oben gehen, aber das machen wir irgendwann vielleicht. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also ich weiß, na, ich weiß es eigentlich auch nicht. Je nach Interesse, wie ich Bock hab. So, jetzt können wir hier oben, weil, oh. Stimmt, die Szene habe ich schon halb vergessen. Ah, Peter, du kommst wie gerufen. Diese zwielichten Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen ein paar Manieren bei. Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Los, Peter, tun wir uns zusammen... Los, Peter, tun wir uns zusammen und erteilen diesem miesen Typen eine Lektion. Oh, ich wollte gerade schon vorbeigehen und sagen, nope, ich bin da nicht dabei. Aber gut, dann rüpel wir die Rüpel weg. Ein Wompel. Ui, ist ja ein Trompel. Wompel, du cooler Typ. So, klatschen wir erstmal Zubat weg. Wompel spuckt weiße Seide aus seinem Mund, die an der Luft klebrig wird und macht so seine Gegner bewegungsunfähig. Und Chellas ist jetzt schon useless. I love it.
Ja, Glutwehr gegen Wurmple jetzt eigentlich sogar cooler gewesen, weil das ja ein Käfer-Pokémon ist und zack, sofort reinklatscht. Naja. Oh. Aber diesmal wird Chillas nicht zurückgeschreckt. Dazu hat Level 16 Kratzfurie. Nein. Die mag ich nicht. Kratzfurie ist so eine Attacke. Bin ich ganz skeptisch. Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch absoluter Wahnsinn. So wird das nichts. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. Und wir cashen die einfach ab. Ihr lasst uns keine andere Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Ja, richtig. Diese Rüpel, Team Galactic schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereiten mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit, so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Peter, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinem Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Peter, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Was? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Jo, dann viel Spaß euch noch. Ich habe hier Wichtigeres zu tun. Ich muss... Hallo? Oh, was war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Die Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie keine Chance. Ich find's toll, dass sie Lucia gar nicht erwähnt, weil die halt wirklich nutzlos war. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, okay. Kannst meine Nummer haben und dann... Ne, sorry, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Danke, Lana. Kapseldeko. Oh ja, mit Stickern. Außerdem erhöhen sie bei der Wettbewerbsshow. Oh Gott, ich glaube nicht, dass ich machen will. Ich bin nicht so der Schönheitswettbewerbs-Fan. Weil ich natürlich sofort gewinnen würde. So, wir setzen mal die App ein. Hä, aber man braucht trotzdem Bidiza oder was? Ist ja strange. Hallo. Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Wenn du dich zu sehr auf einen Typ versteifst, werden die Gegner, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Yes, I know. Aber ich bin ein ganz aufgeweckertes Kerlchen. Lass uns kämpfen und währenddessen den Duft der Blumen genießen. Ah. Flower Power. Aroma Lady Zara. Sie hat ein Knospen. Oh. Das tut mir ja schon fast sehr leid, es einfach so verbrennen zu werden lassen oder tun. Keine Ahnung, was Deutsch ist. Knospi ist einfach gestorben. Shalula Doppelteam? Nein. Nein, Shalula, das machen wir nicht. Nein, B. Hallo? Nein. Kikuri! Oh, Kikuri. Ich find's toll. Alle Pokémon haben gerade so gefühlt eine Schwäche gegen Natsu. Oder anders gesagt, Natsu hat eine Stärke gegen alle Pokémon. Sonnenlicht färbt es rot. Sind die Nährstoffe des kleinen Bällchens aufgebraucht, welkt dieses und die Entwicklung steht bevor. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Ja, und die hat zu viel ätherische Öl geschnüffelt. So, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hinze Peter. Ciao.